Bello-Tag mit Mülltüten ziehen sie an der Wupper entlang, sammeln alte Fahrräder auffischen, Mülltüten aus der Wupper, machen Wuppertal wieder schön. Macht super viel Spaß, muss ich sagen. Freiwillige machen heute Wuppertal sauber. Am Islandufer ist er nicht allein, da sammeln schon ganz viele. Da siehst du, Motoren kann man finden, Portemonnaies kann man finden. Man kann auf jeden Fall einiges Gutes tun, wenn man hier beim Picobello-Tag mitmacht. Alles geht los jetzt! Pia und Caro heißen sie, beide 13 Jahre alt, gehen aus Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium. Sie wollten mit ihrer Flaschenpost zwei Typen kennenlernen. Die Flasche ist aber nicht weit gekommen. Das haben sie heute im Radio Wuppertal-Interview erzählt. Das war so vor 3 Wochen und wir hatten eigentlich Langeweile im Physikunterricht und haben einfach so drauf losgeschrieben, was uns gerade eingefallen ist. Das hatten wir schon ganz lange vor, dass wir mal irgendwann eine Flaschenpost schreiben. Ja. Ich möchte auch auf die Banane als Stubbelschwänzchen hinten. Und genau da ist die Flaschenpost dann am Picobello-Tag wieder aufgetaucht. Der Lions Club Wuppertal-Schwebebahn hat die Flasche gefunden und an Radio Wuppertal weitergegeben. Ist ja noch total in Ordnung. Ich glaube, der Tobi wird es mitnehmen. Boah, das ist doch noch ein ganzes Steak an die Tür. Ja. Bestimmt nicht geklaut oder so. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. See. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be you in time. It's easy.